So, und herzlich willkommen zurück zu den Valkyria Chronicles. Beim letzten Mal haben wir die große Grenzfestung eingenommen und aus dem Sevaria besiegt. Und mal gucken, was genau daraus resultiert. Ob wir sofort ins Land reinmarschieren oder ob endlich Frieden herrschen wird. Jetzt, wo wir den Armeewechsel gezeigt haben. Yo. Ich kann easily get used to this. It's my throne for a day. General, you look like you belong there, considering what you've accomplished. Arschkrieche. After dealing the final blow to the Empire, I proceeded to capture the Valkyria alive. Ja, vor allem er. There's more glory to be had than that. Come to think of it, that promotion to Marshal may not be far off. General. Yeah? The crew you sent with the prisoners. When did they all leave? Well, now. Let's see. I guess around 3 hours ago. Excellent. That should be enough time. For what? You're just a bird in a cage now. A cage from which you will never emerge. Have you forgotten yourself, witch? You are the one who has forgotten, General. Sie ist immer noch eine Valkyrie. What? Witness the power of the Valkyria's flame. Fed by the dying embers of her own life, it blossoms into Hell's own inferno. Hey! What are you doing? Shoot her! Ah, you monster! Lord Maximilian. Farewell. All glory to you. Sie ist sozusagen eine laufende Atombombe. Valkyria. Aber komplett eine Atombombe, Alter. Sie hätte damit so viel mehr mitnehmen können. Wäre sie so ins Gegner, also zu uns reinmarschiert, hätte sie so hochgejagt. Alter. Das ist nicht mehr die Kraft der Valkyrie, das war die Kraft der Valkyrie. Vergessen wir es mal nicht. Blast claimed all of Gallia's main army. Ja, okay, gut, unsere Armee ist vielleicht doch weg. So this is the purpose of your life? Wilkin! Wilkin! Bad news! Oh yeah. Calm yourself down, Hell. What's bigger news than what we just saw? I just got word from Randfries, an emergency dispatch. A massive unidentified weapon is barreling through Cloden en route to Randfries now. Cloden? Das war auch der Wald. Wie kann das denn sein? What? Are you serious? Wo soll diese Maschine herkommen? Sinnlos. Okay. Chapter 16. The Maiden's Shield. Okay, mal schauen. Ja, das Ding konnte vorher keiner sehen, klar. Wo soll es auf einmal herkommen? Diese Player-Base haben wir vor Ewigkeiten geradet. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Das Ding zu killen dürfte schwierig werden. Oh hey, man sieht schon die Schwachpunkte. Cool. The Cloden Wildwood is but a tender flower patch before the Marmota. Your Grace, a massive explosion was reported at the Citadel at Ghirlandio, sir. Our rear guard and Gallia's primary force were both caught in the blast. And obliterated. Das freut ihn bestimmt. And Selvaria has performed her duty. Now nothing remains to stay our hand.
continue the march to the Gallian capital. Hätte sie sich mit ihren normalen Valkyren-Power auch mindestens so viele unserer Soldaten allein erledigen können. Alisa hat ja nicht wirklich Bock, wieder zur Valkyrie zu werden, also warum? Das ist so eine Verschwendung. Der Typ ist ein Penner, mehr nicht. The Empire's ultimate weapon passed unhindered through the thick of Cloden's woods, said to be impenetrable to all but bird and beast, and continued its juggernaut march north towards the gates of Castle Randgris, leaving the former site of the citadel at Ghirlandio behind. The militia raced to the capital's southern gates to intercept it. Ja, dieses riesige Mistvieh aufhalten dürfte spannend werden. Everyone, we've received intelligence on the weapon coming through Cloden's forest. The report identifies it as one of their most tightly guarded development projects. It closely matches plans for a terrestrial dreadnought, Marmota. It's heavily armored and carries a host of large caliber cannons. A battleship on legs. Leave it to the imps. It's one ridiculous tank after the other from these people. Furthermore, it is likely that Maximilian is aboard the Marmota in person. Cool, lass einfach reinsteigen. Mit dem Flugzeug. How did he get there so quickly? Regardless, we need to stop that thing, or the capital will be in danger. Oh sure, just gotta stop it. It's a battleship, boss. How are we gonna stop it? 3 Milliarden Lancer. We'll be cooperating with the Randgris Royal Guard in effecting Operation Maiden's Shield. Our job is to lure the Marmota into a canyon the guard has lined with mines. Na, warum sollte der Typ uns einfach hinterherfahren? Beyond the mines, they'll be concentrating all of their firepower to stop it. Aber warum sollte er jetzt noch ein Risiko gehen und uns folgen? Leading it into a minefield, huh? So we're the bait. Wir sind schon wieder die, die das ranlocken müssen. Cool. Unfortunately, yes. With Gallia's army vaporized, this plan is our only real option. Once they get out on open land, there's no stopping them. It has to happen in that gully. A land dreadnought. I still can't even imagine. Vulcan. Alicia, what's wrong? You look kind of down. Nee, kann ich einfach ihre Valkyrien-Power aktivieren, Lanze und zack, einmal durchgeschnitten das Ding. It's nothing. I'm fine. Now let's go beat us up a battleship. Einfach einmal kurz blau, 3 Sekunden, zack, weg damit. Ach, was zum Teufel machst du denn schon wieder? Alicia. Oder will sie vielleicht ihre Kräfte aktivieren? Und ist deswegen so nervös. Ich meine, ich habe es noch nicht selbst getan. Theoretisch. Highness, the Empire's dreadnought approaches at great speed. Thank you. Was ist auch eine Valkyrie? Kann sie nicht einfach ihre Waffen nehmen und einmal zack, weg damit? We understand. We shall join them on the field. Fetch here the royal armaments and tell the castle guard to assemble outside. Your Highness, where do you intend to go? I cannot idly sit atop a throne while the nation crumbles around me. It is the office of the Archduke's duty to fight for the safety of its people. Ah, yes, but that would be inconvenient, Highness. I ask you, make no foolish choices. Borg, what is the meaning of this? You are a precious bargaining chip, alive. It would not do to allow you to simply leave. Bargaining chip? You plan to sell our nation to the Empire, then? Perish the thought, dear princess. Gallia is about to be reborn, a new child. Vor allem jetzt, wo es auch so gut aussah, will er einfach unser Land verkaufen. Ist das ein Wichser. A glorious kingdom with me as its king. Die Lache. Können die doch einfach kurz abstechen oder so? Alter. Ist auch so ein Wichser. Okay, gut. Erstmal noch ein Leveln. Das ist ja schon ein wenig, ja.
Und diesmal gehe ich nochmal direkt auf den Friedhof, weil ich da was kaufen muss. Und I'll teach you sniper support today. Geil, nehme ich direkt. Use it to request backup from allied snipers to snipe a single enemy target. Das mache ich gern. Well. Wie viele Bilder haben? 6500. Ja, komm, gib ihm. Very good. I hope we'll meet again. Okay, neuer Order, das ist schon mal sehr schön. Mal gucken, wo ich meine EP noch so reinbuttern kann. Oh, 43.000 wollen die schon haben. Das wird einem nicht echt fucking teuer. Einmal die Scouts hochdrücken. Oh, aber was noch? Die Sniper vielleicht noch eins. Oh, ich drück die Scouts direkt Level 15. Wenn es denn soweit reicht. Oh, okay. Ja, komm, Level 15 geht auch noch. Immer rein damit. Okay. Besser als wird's nicht. Okay, nochmal die Waffen durchchecken. Nur falls es was Neues gibt. Man weiß es ja nicht. Bam, badam, bam, badam, bam. Oh. Wobei ich mittlerweile echt kein Fan mehr von den Dingern bin. Ich könnte locker so gut die hier nehmen für 20 mehr Range. Schwierig. Das würde mich jetzt auch zu viel Geld kosten, glaube ich. Fetten Rifles. Der Boost ist nötig. Wenn wir gleich einen fetten Mistpanzer zerstören müssen. Ich mach keine neuen Granaten. Neue Uniform. Auch das ist nötig. Oh, es gibt noch ein Upgrade mehr. Danach haben wir es schon. Ei. Gut. Dann müssten wir hier auch jetzt bei meinen letzten Upgrades reinkommen. Aber sowas von. Dicke Upgrades. Fucking dicke Upgrades. Doch, da geht direkt noch mehr. Immer rein damit. So, das spare ich mir hier. Und gehe zurück zum Shamrock. Weil der hat noch Platz. Oh, ich habe auch schon kein Geld mehr. Na gut. Dann hat sich das natürlich schon. Mega RIP. Ansonsten habe ich doch eigentlich alles wichtig gesehen, oder? Fehlt noch irgendwas? Ich könnte noch mal kurz. Nee, komm, scheiß drauf. Ist egal. Ich kann sich mal angucken, wie diesen Scheiße machen sollen. We're about to commence Operation Maiden's Shield, together with the Rand Grease Royal Guard. So, die Königswache ist da. Okay, ich komme aus dem Norden. Aber auch der Riesenpanzer kommt aus dem Norden und geht weiter Süden jede Runde. Ich soll den Pfad irgendwie vorgeben, wie auch immer. Und das gehen sie da unten rein. Wo denn das Minenfeld wartet. Mhm. Hier, der in den Weg des Panzers kommt, ist direkt dort. Ich kann da keinen Medic rufen. Ei, also auf jeden Fall viel speichern. Scheiße. Uff. Und wie genau soll ich das jetzt machen? Ich werde das ja wohl irgendwie. Keine Ahnung. Ich nehme einfach von jedem erstmal was mit. Ich werde es ja sehen. So, Lago darf natürlich auch mit. Hier einen Sniper mitnehmen.
Ich glaube, auf langsame Einheiten möchte ich jetzt im Großteil verzichten. Dass die dann mit den Scouts und den Ingenieuren arbeiten. Ein Scout mehr geht noch. Nein, sicher. Gut. Das wird's tun müssen. Letting the enemy past here means allowing them into the capital. That must be avoided at any cost. Good luck. Na, dann erzähl mir mal, wie ich das machen soll.